Ja, Felix Wittwald ist heute bei uns zu Gast. Hi Felix, wie geht's dir da jetzt nach der Verletzung wieder? Spürst du noch was an der Hand? Ja, mir geht es soweit wieder ganz gut. Am Anfang, als ich ins Training eingeschmissen habe, hatte ich ein bisschen Angst gehabt, aber ist auch verflogen jetzt und ich bin topfit und freue mich, dass es wieder losgeht. Okay, 3 Monate sind jetzt rum nach deiner Verletzung. Du kehrst dann jetzt gegen Kaiserslautern ins Tor zurück. Das haben wir gerade auf der Pressekonferenz verkündet. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, ich bin heiß. Wie gesagt, 4 Monate ist jetzt knapp her und ich habe hart gearbeitet in der Reha und ich bin heiß, freue mich, dass es endlich wieder losgeht, wie gesagt, und ja. Du sagtest es gerade, du hast hart in der Reha gearbeitet. Auch der Trainer sagte, du bist fitter als vorher. Merkst du da den Unterschied? Oder beziehungsweise wie merkst du ihn? Ja, ich bin stabiler geworden. Ich habe an meiner Sprungkraft trainiert und 1,5 Kilo Muskelmasse zugenommen und ich denke, es hilft mir jetzt auch weiter. Das Hinspiel gegen Kaiserslautern ging damals unglücklich am Betzenberg mit 1-2 verloren. Das war auch das erste Spiel unter Kostas Roniaić. Jetzt sind einige Monate ins Land gezogen. Was hat sich in dieser Zeit bei euch in der Mannschaft verändert? Ja, man sieht ja im letzten, wir haben ja jetzt eine Serie gestartet und davor hat man ja auch schon gesehen, wir sind stabiler geworden, haben uns jetzt gefunden und wir können mit den anderen Mannschaften mithalten und die Niederlage gegen 60 hat uns nicht nach unten geworfen. Ich denke, wir haben keine Angst vor Kaiserslautern und wollen am Wochenende punkten. Jetzt geht es dann gegen den ersten FC Kaiserslautern. Die sind ganz ordentlich aus der Winterpause gestartet, 2 Siege zu 0. Was erwartest du für eine Partie? Ja, wir sind ja eigentlich auch ganz gut gestartet. Wir haben unglücklich jetzt gegen 60 verloren. Wir warten, dass die Fans uns gut unterstützen und natürlich wollen wir Punkte holen. Zum Abschluss noch, was wünschst du dir von den Fans? Ja, volle Unterstützung wie in den letzten Spielen auch. Wir wollen auch endlich unsere Heimstatistik ein wenig aufbessern. Und, im Rücken mit den Fans ist natürlich noch ein wenig besser und ich hoffe, sie werden zahlreich erscheinen. Super, ich danke dir. Okay.